Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Um den korrekten Füllstand der verschiedenen Flüssigkeiten in deinem Auto sicherzustellen, brauchst du ein Set mit Kühlmittel, Scheibenreiniger, Motoröl und Bremsflüssigkeit. Vielleicht möchtest du kleinere Behälter verwenden, die du leicht im Kofferraum deines Autos verstauen kannst. Alle Produkte, die du für den Vorgang benötigst, findest du in der Videobeschreibung. Ein Auto besteht aus komplexen Elementen, die alle miteinander verbunden sind. Solange alles rund läuft, sorgst du dich vermutlich nicht groß darum. Aber du musst wissen, dass ein ganz kleiner Funktionsmangel möglicherweise Konsequenzen nach sich zieht, die sehr schnell ins Geld gehen können. Indem du die Flüssigkeitsstände kontrollierst und auf ein paar andere Kontrollen achtest, kannst du horrende Reparaturkosten vermeiden. Die Flüssigkeitsstände müssen bei kaltem Motor und auf flachem Boden geprüft werden. Zieh den Ölmessstab aus der Öffnung. Wisch ihn mit einem Haushaltspapier ab, sobald er draußen ist. Steck ihn wieder zurück und zieh ihn dann erneut heraus. Schau dir das Ende des Messstabs an. Dieser Teil zeigt dir den Ölstand deines Motors an. Reicht der Ölfilm bis in die Mitte des Bereichs zwischen den Markierungen, ist der Ölstand perfekt. Achtung, er darf keinesfalls über dem Maximalstand liegen. Es könnte zu einem kapitalen Motorschaden kommen. Wenn du feststellst, dass der Ölstand tief ist, öffne den Öleinfüllstutzen und gib ein bisschen Öl hinzu. Wir sprechen hier nur von ein paar Zentilitern, nicht mehr. Steck deinen zuvor abgewischten Ölmessstab wieder in die Öffnung, um den neuen Ölstand zu messen. Wiederhole den Vorgang, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Genau wie das Öl im Motor ist die Funktion des Kühlers vital. Es ist sehr wichtig, diesen Stand häufig zu kontrollieren. Öffne den Verschluss des Ausdehnungsgefäßes und fülle es bis zum Maximum auf. Achtung, auch hier nicht über das angegebene Maximum hinaus befüllen und vor allem niemals bei heißem Motor. Der Behälter für die Bremsflüssigkeit enthält auch Füllstandsanzeigen. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand sinkt, führt dies zum Verschleiß der Bremsnieten. Da der Verschleiß durch die Bremssattelkolben ausgeglichen wird, bewegen sich diese weiter nach außen und vergrößern somit den Bremskreis, wodurch mehr Flüssigkeit aufgenommen wird. Deshalb sinkt der Bremsflüssigkeitsstand. Nutze die Gelegenheit, die Scheibenwaschanlage mit Reiniger aufzufüllen, damit Windschutzscheibe und Heckscheibe sauber gehalten werden können. Dies ist ein wichtiges Sicherheitselement, um ein sauberes und ungehindertes Sichtfeld zu gewährleisten. Diese Maßnahme muss regelmäßig erfolgen, um dein Auto in gutem Zustand zu erhalten. Und fertig! Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.